den mobilen Begleitservice für 2024 und die weitere Zukunft personell und finanziell absichern. Wir würden mit der einreichenden Fraktion beginnen und anschließend, wie vorhin besprochen, Herrn Dr. Jan Blüher, der bereits schon anwesend ist, das Wort erteilen und dann entsprechend in die Fraktionsrunde gehen. Frau Apel, bitte schön. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren. Der Antrag lautet, den mobilen Begleitservice, ich werde zukünftig MOPS in Kurzform sagen, für 2024 und die weitere Zukunft personell und finanziell absichern. Als erstes möchte ich grundsätzlich sagen, ältere Menschen und Menschen mit einer Behinderung haben das Recht, bedarfsorientiert begleitet zu werden, um am Leben, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Dem folgt auch im Großen und Ganzen die Stadtverwaltung. Was wurde in der Vergangenheit dazu getan? Wir hatten in der Vergangenheit einen Begleitservice, der sich in der Abkürzung MOSES nannte. Ich konnte anrufen, in dem Falle mit der DVB war das verbunden, und konnte die Begleitung für die öffentlichen Verkehrsmittel erbitten und bekam die auch. Ob ich nun zum Arzt wollte oder zu einem Ehrenamt oder zu einem Verbandstreffen, was auch immer. Nach oder vor Corona-Zeit wurde von der Verwaltung beantragt, wir haben das im Behindertenbeirat und im Seniorenbeirat vorgetragen, es soll besser werden. Wir wollen MOPS, ein mobiler Begleitservice, der etwas anders organisiert ist. Im Beirat für Menschenbehinderung gab es sehr, sehr widersprüchliche Diskussionen dazu. Man hatte das Gefühl, nein, das wird nicht das Richtige sein. Also war man sehr dagegen, aber man war dann doch aufgeschlossen, hat gesagt, ja, wir können es ja wenigstens mal probieren und dann muss es halt evaluiert werden. Das hat ein bisschen gedauert, weil es kam Corona dazwischen, da lief ja nicht so, wie es sonst normalerweise läuft. Und jetzt haben wir festgestellt durch die Verwaltung, da gibt es keine Nachfrage oder keine ausreichende Nachfrage und dafür kostet es uns eigentlich wirklich zu viel Geld. Und außerdem gibt es inzwischen 5 verschiedene gesetzliche Fördermöglichkeiten. Das stimmt, dem wollen wir gar nicht widersprechen. Aber ich habe einfach zugehört im Beirat und habe aufgenommen, im Seniorenbeirat als auch im Beirat für Menschen mit Behinderung, was sind die Probleme, die jetzt bestehen, wenn der mobile Begleitservice beendet wird. Dresden-Passinhaberinnen, die bisher von dem mobilen Begleitservice kostenfrei begleitet werden konnten, können von den anderen 5 Anbietern nicht abgerechnet werden. Die sind also ein bisschen in der Luft. Bisher war es so, warum sind die Zahlen zurückgegangen? Der SUFW hat sozusagen die Personen mitgebracht, die diese Begleitung machen. Ja, und das waren Personen, die zum Teil kein Deutsch konnten. Oft kamen sie gar nicht an und sie kamen zu spät. Das war kein gutes Modell. So hat es nicht funktioniert. Man hatte gedacht, okay, die können dann vielleicht besser Deutsch lernen. Das kann vielleicht eine ganz gute Sache sein. Nein, es war keine gute Sache. Die Zeiten sind auch eingeschränkt, wo dieses Angebot zur Verfügung stand. Und dann braucht man sich ja auch nicht wundern, wenn ich 2-3 Mal umsonst angerufen habe, dann lasse ich das sein. Uns wurde berichtet, dass zum Teil begleitende Personen die Fahrkarten selbst bezahlen mussten, um diese Begleitung zu übernehmen. Die Diakonie hat zum Beispiel dem jetzt auch Abhilfe geschaffen. Die haben jetzt das Deutschland-Ticket diesen Personen, weil es ja nur personengebunden geht. Bisher war die Monatskarte vergebbar an andere Personen, haben das zum Beispiel jetzt gelöst. Es sind also viele verschiedene Probleme aufgetreten und die erklären natürlich auch diesen Rückgang. Was wollen wir? Wir wollen, dass nicht jetzt einfach plötzlich Schluss gemacht wird am 1. Februar, also schon geschehen, sondern wir wollen, dass die Stadt Verantwortung nimmt, gemeinsam mit all den Trägern, die es hier gibt und den Fördermöglichkeiten, die es hier gibt, sich an einen Tisch zu setzen und zu gucken, wie können alle Bedarfsgruppen entsprechend begleitet werden. Wie gesagt, es ist ein Recht darauf. Und da legen wir auch gar nicht fest, das muss die DVB machen. Nö. Oder es muss sozusagen die Stadtverwaltung machen. Es kann ja auch, zum Beispiel wurde sehr viel lobend über die Diakonie gesprochen in dieser Beziehung,
Es kann zum Beispiel auch sein, ich übertrage der Diakonie die Aufgabe und stelle ihnen die entsprechende Ressource zur Verfügung. Aber bei der Organisation einer guten Lösung können wir die Verwaltung hier nie außer Acht lassen, sondern wir müssen sie hier mit in die Pflicht nehmen. Wir können nicht einfach den Trägern, so wie der Sozialausschuss das dann auch in einer Mehrheit, knappen Mehrheit abgestimmt hat, können nicht einfach sagen, die Träger sollen es halt niedrigschwellig machen und organisieren. Das können wir nicht einfach dem selbst überlassen. Deswegen stelle ich hier den Antrag, die Anträge hier, die sind identisch, zur Abstimmung zu stellen. Die haben ein zustimmendes Votum gehabt. Mit einer Enthaltung haben alle Beteiligten zugestimmt. Danke. Okay, machen wir dann eine Abstimmungsrunde. Und jetzt würden wir zum Rederecht kommen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Jan Blüher im Stadtrat. Frau Abelt assistieren hier. Schaut auch ein bisschen mit dann auf die Zeit. Bitte schön. Sie brauchen gar nichts weiter machen. Sie können einfach sprechen. Ja, dann sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Ich spreche heute hier als Mitglied des Beirats für Menschen mit Behinderung der Stadt Dresden und auch als Vorsitzender der Kreisorganisation Dresden im Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen. Und gerade in letzteren Funktionen möchte ich nochmal verdeutlichen, warum es einen Assistenzdienst, einen Begleitdienst im ÖPNV in Dresden braucht. Der BSVS, Blinden-Sehbehindertenverband Sachsen, versteht sich als Selbsthilfeverband. Und unser großes Ziel ist es, blinde und sehbehinderte Menschen dabei zu unterstützen, selbstständig und vor allen Dingen auch selbstbestimmt an der Gesellschaft teilzunehmen. Und wenn man das in Richtung Mobilität denkt, in Richtung Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs, dann ist das natürlich der Punkt, ich kann aus meinem Haus gehen, kann die öffentlichen Personennahverkehre, Bus und Bahn benutzen, komme zum Ziel, und zwar wann es eben sein muss und auf die Art, wie ich es eben auch kann. Viele Blinde können mit den nötigen Hilfsmitteln und Kenntnissen, zum Beispiel Blindenlangstock, mit dem Smartphone, in Dresden mit dem Handcenter für das Blindeninformationssystem, gut Bus und Bahn selbstständig alleine benutzen und kommen damit gut zurecht. Aber das können nicht alle. Ich weiß nicht, ob man das hier so sieht. Bei meinem Blindenlangstock, der ist unten so ein bisschen lediert und hat so eine kleine S-Kurve drin, das nicht so vorgesehen ist vom Hersteller. Und das kommt daher, dass mir vor ein paar Tagen beim Überqueren der Straße ein Auto drüber gefahren ist. Und wenn mir dann ein Auto drüber fährt, dann heißt das, das war mir schon ziemlich nahe. Ne? Es ist alles gut gegangen, ich konnte den Stock wieder richten, es war auch jetzt nicht super kritisch. Aber ich habe natürlich schon einen ganz schönen Schreck doch bekommen. Und solche Vorkommnisse, die sind auch gar nicht ungewöhnlich. Sowas passiert immer mal wieder, dass man in solche Fastunfälle kommt, in Situationen, wo es kritisch ist. Und mit sowas muss man umgehen können. Und das kann nicht jeder, aus verschiedensten Gründen. Sei es, weil man gerade neu blind geworden ist und noch gar nicht die Fähigkeiten hat und die Übung darin. Sei es, weil zur Seheinschränkung vielleicht auch noch eine andere Einschränkung dazu kommt. Man kann schwer hören. Man hat Probleme mit dem Laufen, vielleicht mit dem Gleichgewicht. Oder sei es auch einfach nur, weil man die notwendige Konzentration nicht oder nicht immer aufbringen kann. Und für diese Menschen, was gar nicht so wenige sind, bedarf es halt einer persönlichen Begleitung, einem Mobilitätsdienst, einem Begleitservice. Frau Appel hat schon die Historie der Begleitdienste in Dresden erwähnt. Das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Sie hat auch schon erwähnt, dass es andere Assistenz- und Begleitdienste gibt. Unter anderem betreiben auch wir, die Kreisorganisation Dresden, einen im Wesentlichen vom Sozialamt finanzierten Assistenzdienst, der aber den Fokus mehr auf Assistenz beim Einkaufen, beim Ausfüllen von Dokumenten, bei der
Erstellung von Informationen für Blinde und Sehbehinderte bei der Verbandsarbeit hat. Zudem ist es nur eine Vollzeitstelle, 40 Stunden die Woche, was aufzeigt, dass man damit ganz schnell an Kapazitätsgrenzen kommt. Wir versuchen, das Angebot durch Ehrenamtler, durch Freiwillige zu erweitern, aber es ist völlig klar, dass wir mit dieser Struktur keine wegfallenden Angebote wie den MOPS ersetzen können. Und auch das ambulante Behindertenzentrum von der Diakonie, das ABZ, was auch schon erwähnt wurde, arbeitet auch viel mit Ehrenamtlern und dort herrscht auch das Problem, Leute zu finden, die diese Tätigkeit tun können und auch wollen. Und deswegen möchte ich Sie aufrufen, dem Antrag zuzustimmen, in der Form, wie der Beirat für Menschen mit Behinderung und der Seniorenbeirat darüber abgestimmt haben. Zum einen, damit MOPS für 2024 noch weitergeführt werden kann, damit es also jetzt keine Lücke gibt oder nur eine kurze. Und zum anderen, dass man tatsächlich mal ein Konzept erstellen kann, wie kann ein zukunftsfähiger und stabiler Begleitdienst für Dresden aussehen. Der Beirat für Menschen mit Behinderung und der Seniorenbeirat halten das für unbedingt erforderlich und ich bitte Sie, diesen Gremien des Stadtrates zu folgen, die die Interessen der Menschen vertreten, die insbesondere auf so einen Service angewiesen sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den Wortbeitrag und ich habe jetzt nur zwei Rednerinnen und Redner auf der Liste, deswegen würde ich mal die zuerst aufrufen, wenn dann noch weiter Gesprächsbedarf ist. Herr Breuer sehe ich gerade, würde man das dann natürlich machen. Wir fangen an mit Frau Schewe, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, bitteschön. Danach Thomas Lehmann. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, werte Stadtratskolleginnen und Stadträte der Brandmauer, liebes Publikum. Worum geht es in diesem Antrag? Der mobile Begleitservice MOPS, früher auch MOSE, ist ein Projekt von DVB, dem SOFE, dem Jobcenter und dem Amt für Soziales. Ursprünglich in den 2000er Jahren von der DVB als unterstützendes Mobilitätsangebot für Senioren und Behinderte entwickelt. Weiteres Ziel war dabei auch, Arbeitslose wieder in Arbeit zu bringen. Der heutige MOPS des SOFE unterstützt beim Besuch von medizinischen Einrichtungen, bei Behördengängen, beim Einkaufen und bei der An- und Abfahrt zu Veranstaltungen. Besonders Älteren und Menschen mit Behinderungen konnte so eine eigenständige Teilhabe am ÖPNV und an unserer Gesellschaft erleichtern. Ich muss mal darum bitten, wer Gespräche führen will, geht bitte nach draußen. Ansonsten ist es, glaube ich, eine Frage des Respekts, dass man hier auch zuhören. Bitte schön. Zusätzlich schaffte man Langzeitarbeitslosen, Jobchancen als Begleiter sowie Asylbewerbern in noch laufenden Verfahren die Möglichkeit, sich als Begleiter schneller hier zu integrieren und anzukommen. Bei Bedarf konnte man relativ kurzfristig telefonisch eine Begleitung anfordern mit 3 € Gebühr pro begleiteter Fahrt. Für Dresden-Passinhaber war das Angebot kostenlos. Über die Jahre entwickelte sich dieses Angebot zu einem wichtigen Standbein für Inklusion, gesellschaftliche Teilhabe und Integration. Nutzer des Services lobten den barrierearmen Zugang zu diesem Hilfsangebot ohne lange Voranmeldezeiten für auch manchmal kurzfristig anstehende Fahrten. Doch seit einigen Jahren gibt es größer werdende Probleme bei der Sicherstellung des Angebotes. Ein Hauptpunkt dabei ist die Finanzierung, da die DVB vor einer großen Umbauphase steht, die mehrere Millionen Euro kosten wird. Ab Januar 2022 wurde aus dem ehemaligen MOSE der DVB dann der derzeitige MOPS unter neuer Trägerschaft des SOFW. Danach stand das Projekt auch regelmäßig in Frage, da es im Laufe der Zeit immer schwieriger wurde, geeignetes und geschultes Personal für diese Begleitfahrten zu finden. Auch die Nachfrage sank nach Corona deutlich. In 2020 lag die Nachfrage für eine Begleitung bei durchschnittlich 135 Anfragen pro Monat bei am Ende 16 dafür angestellten Personen durch den SOFW. Unter diesen Bedingungen stimmen Kosten- und Nutzenverhältnisse so nicht mehr.
Nur etwa ein Drittel der Kosten konnten von der Stadt finanziert werden. Der Rest der Finanzierung wurde durch die DVB gestemmt. Eine Aufstockung des Finanzanteils der Stadt ist aktuell ebenfalls nicht realisierbar, angesichts auch anderer hoher Finanzbedarfe im sozialen Bereich. Es gibt nun glücklicherweise Ersatzangebote zur Begleitung in der Stadt. Gestern erreichte eine Pressemitteilung die Fraktion, in der auf 5 dieser bereits bestehenden Alternativangebote hingewiesen wird. Zu finden sind diese Angebote für Bürger auch über die Dresden.de-Seite und sie beinhalten unterschiedliche Erleichterungen und Assistenzangebote sowie finanzielle Vergünstigungen für die bedürftigen Personen. Ende 2023 kam dann die Ankündigung, den MOPS zum Februar 2024 einzustellen. Im Seniorenbeirat wurde daraufhin gefordert, das bereits bestehende MOPS nun trotzdem noch in diesem Jahr 2024 in dieser Form weiter zu finanzieren und bis zum 30.06. durch die Verwaltung ein Konzept erstellen zu lassen, wie man auch dauerhaft personell und finanziell eine Zukunft dieses Begleitservice sichern kann. Dieses soll in Abstimmung mit den bereits bestehenden und eventuell noch neuen Anbietern erfolgen. Wir Bündnisgrünen befürworten klar jede Unterstützungsmaßnahme für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung als wichtiger Baustein für eigenständige Mobilität gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention und so wichtige Maßnahme für Integration, Inklusion und soziale Teilhabe. Wir sehen aber aktuell auch die finanziellen Zwänge, unter denen sich alle bisher Beteiligten so nur eingeschränkt bewegen können. Aktuell bleiben Alternativangebote anderer Anbieter mit vergleichbarem Leistungsspektrum, bei denen man prüfen sollte, inwieweit man die Vorzüge des MOPS perspektivisch auf diese Angebote übertragen kann, wie mit dem Blick auf die Sonderkondition für Dresden-Passinhaber. Weiter ist zu prüfen, mit welchen Maßnahmen man die Träger bestehender Angebote zusätzlich unterstützen kann. Eine Herausforderung bleibt dabei trotzdem, dass die verschiedenen alternativen Förderprogramme für derartige Angebote auf Landes- und Bundesebene jeweils nur für einen Teil der betroffenen Personen in Frage kommen, auch wenn sich dabei sicher bei vielen Bedarfsgruppen Schnittmengen durch Überschneidungen ergeben. Unser politisches Ziel ist daher auch weiter ein stabiles System für alle Bedarfsgruppen, auch für die Zukunft. Als Fraktion Bündnis 90 Die Grünen unterstützen wir daher den Vorschlag der Dresdner Seniorenbeauftragten Manuela Schaaf, in den nächsten Monaten eine Bedarfsanalyse zu erstellen und dann anhand dieser Zahlen ein Konzept zur finanziellen und personellen Ausstattung eines derartigen Angebots für die Zukunft erarbeiten zu können. Wir unterstützen zwar grundsätzlich die Forderung des Seniorenbeirates, langfristig nach dieser Bedarfsanalyse ein dem Leistungsspektrum bisherigen MOPS gleiches Angebot aufzubauen und mit den bisherigen und eventuell zukünftigen Anbietern derartige Angebote, dieses sodann für alle Bedarfsgruppen einzurichten und dauerhaft personell finanziell so abzusichern. Allerdings halten wir die Forderung, bis zum 30.06. ein Konzept der Verwaltung erstellen zu lassen, welches den MOPS einfach in dieser Form weiterführt, für nicht umsetzbar. Aktuell sehen wir so erst einmal die Notwendigkeit, vorerst auf die bereits bestehenden Angebote zurückzugreifen, zumal die Probleme des Fachkräftemangels und der Finanzierung nun einmal weiter bestehen. Bitte sowohl zum Schluss die DVB kommen. Als auch die Stadt bieten deshalb an, auf die bestehenden Angebote hinzuweisen bzw. bei Anfrage auch dahin zu vermitteln. Zum Abstimmungsverhalten unserer Fraktion ist noch zu sagen, wir unterstützen den Wunsch des Seniorenbeirates, perspektivisch ein MOPS gleich ähnliches Angebot einzuführen. Und wir unterstützen auch die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses Soziales und Wohnen. Vielen Dank. Okay, dann machen wir weiter mit Thomas Lehmann, CDU-Fraktion. Und dann hat sich gemeldet Herr Laschinski. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen herzlich willkommen bei uns, Herr Dr. Blüher, und vielen Dank für Ihre Ausführungen zu Beginn. Ja, um welches Thema reden wir jetzt? Wir reden über den mobilen Begleitservice 2024 und die personelle oder zukünftige Aufstellung. Wir müssen uns allerdings ein paar Fakten an der Stelle klar machen. Zum einen, und da sind wir uns, denke ich, auch größtenteils einig hier im Rat, muss es älteren Menschen und auch Menschen mit Beeinträchtigung möglich sein, möglichst eigenständig, mobil in dieser Stadt unterwegs zu sein. Ich glaube, da gibt es einen großen Konsens bei uns im Rat. Die Frage ist, wie können wir das in Zukunft umgestalten? Denn in den Beratungen, bei uns zumindest im Sozialausschuss, wurde sichtbar, dass es schon viele Anbieter gibt und wir haben sie heute schon in den vorhergehenden Ausführungen gehört. Und jetzt gilt es,
aus unserer Sicht weniger hier ein großes Konzept zu machen, sondern genauso wie das im federführenden Ausschussvotum unter dem neuen Beschlusspunkt 2 steht, einfach mal auf die bestehenden Anbieter zuzugehen und den Knackpunkt, den es da gibt, nämlich das niederschwellige Angebot, diese Hürde noch abzubauen. Von daher empfehlen oder beantrage ich hiermit sozusagen eine punktweise Abstimmung des federführenden Ausschussberichtes. Wir würden den Punkt 1 ablehnen und dem Punkt 2 sozusagen zustimmen. Vielen Dank. Dankeschön. Dann machen wir weiter mit Herrn Laczynski und dann Thorsten Hans. Ja, vielen Dank. Angesichts der Debatte, die sich hier entwickelt hat, würde ich einerseits, darum bitten, auch der neuen Erkenntnisse, die sich aus der Debatte entwickelt haben, würde ich einerseits nochmal darum bitten, dass sich die Verwaltung nochmal positioniert, also eine Stellungnahme der Verwaltung nochmal erbitten. Und zudem bitte ich auch nochmal um eine kurze Auszeit, bevor wir in die Abstimmung gehen. Okay, würde dann Frau Dr. Kaufmann am Abschluss vor der Auszeit dann nochmal kurz Stellung nehmen. Thorsten Hans, bitte. Ja, es geht quasi in die gleiche Richtung. Ich würde es nur noch präzisieren. Also für mich war jetzt auch neu, dass in der Debatte von Frau Apel gesagt wurde, dass für Dresdenpass-Inhaber die Drittanbieter das nicht abrechnen können. Also dazu hätte ich auch gerne Stellung haben. Und Auszeit wurde jetzt schon beantragt, hätten wir sonst auch nochmal gesagt. Okay. Da ich keine weiteren Redner zunächst erstmal sehe, würden wir jetzt mit Frau Dr. Kaufmann starten, danach in die Auszeit gehen. Frau Dr. Kaufmann, bitte. Ja, vielen Dank für die Debatte um den mobilen Begleitservice. MOPS ist dargestellt worden, hat eine viele Jahre, schon fast Jahrzehnte entstehende Geschichte und wurde ursprünglich als MOSE ins Leben gerufen in einer Zeit, als der Nahverkehr noch voller Barrieren war und auch seitens der Gesellschaft das Thema Barrierefreiheit noch nicht diese Relevanz und den Stellenwert hatte, wie es heute der Fall ist. Seitdem ist viel Zeit, Investition sowohl in den Nahverkehr als auch in den öffentlichen Raum, als auch in Gesetzgebungen und Initiativen investiert worden. Wir haben uns vor drei Jahren nunmehr als Landeshauptstadt Dresden getrennt, weil wir hierfür keine eigenständigen Mittel mehr bereitstellen konnten. Und das SOFW, wie es schon richtig dargestellt wurde, ist hier mithilfe von Geldern, die über den sozialen Arbeitsmarkt des Jobcenters, hier insbesondere über den Paragraphen 16i, Teilhabechancennehmer, als auch seitens des Sozialamtes über die sogenannten Asylarbeitsgelegenheiten finanziert und personell zugesteuert worden. Das ist eine recht teure, eine recht bürokratische Situation für die Begleitservice-Mitarbeitenden, indes wenig Integrationschance, so wie ursprünglich auch die Gesetzgebung gegeben. MOPS ist eine Institution, die ergänzt wird durch vielfältige andere Instrumente, auch dies wurde schon benannt, die mit weitaus mehr Geld ausstaffiert sind, weitaus professioneller auch Dienstleistungen anbieten können und eben nicht wie hier über das SUFW und die DVB quasi das Angebot zugesteuert wird. Insofern haben wir hier ein grundlegendes Problem, das da heißt Personalmangel auf Seiten des Anbieters und auch nicht wirklich verlässliche Dienstleistung in der Vergangenheit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch der Wunsch von Menschen, die bereits seit vielen Jahren bekannten Service-Dienstleistungen zu nutzen. Es obliegt nun Ihnen zu entscheiden, ob wir uns hier konzeptionell weiterentwickeln sollen, ein neues Konzept im, ich sag mal, Kanon unterschiedlicher Angebote auf den Weg zu bringen und hier eine freiwillige Leistung dann aber auch verlässlich zu finanzieren oder eben versuchen, die Angebote, die in der Stadt gegeben sind, noch besser öffentlichkeitswirksam
zu vermarkten, zu informieren und damit Barrierefreiheit auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu gewähren. Der Dresden-Pass, Herr Hans, ermöglicht entsprechend der Satzung nur dem MOPS-Angebot ein kostenfreies Nutzen der Mobilität. Menschen mit Behinderung haben eine Satzung, die ihnen befähigt, auch mithilfe von öffentlichen Geldern ein Budget in Höhe eines kaskadischen Systems, in Abhängigkeit ihrer Ehrenamtstätigkeit, ihrer Behinderung, in Abhängigkeit der Distanz zu Nahverkehrsangeboten Geld von der Stadt zu beantragen und dann selbst Dienstleistungen auch einzukaufen. MOPS als solches ist für einkommensschwächere Dresden-Pass-Empfängerinnen und Empfänger kostenlos, erfreut sich aber in dieser Bevölkerungsgruppe einer relativ geringen Beliebtheit. Vielen Dank. Dann würden wir jetzt in die Auszeit gehen. 10 Minuten oder 5 Minuten. Irgendwas dazwischen, also machen wir 7 Minuten und dann treffen wir uns hier wieder.
bitte wieder alle, die Plätze einzunehmen. So, bevor die Fraktion Die Linke nochmal die Möglichkeit hat, das Schlusswort dann zu halten, gibt es weiteren Redebedarf jetzt aus der Auszeit? Wenn das nicht der Fall ist, Fraktion Die Linke Schlusswort, das braucht man nicht, da wird man zunächst erstmal die geschäftsordnenden Anträge uns vornehmen. Und zwar war als weitergehend beantragt als Abstimmungsgrundlage das Votum des Beirates Menschen mit Behinderung zur Grundlage zu nehmen. Wer diesen Vorschlag zustimmen kann, dem bitte ich um das Stimmzeichen. Das wäre mit 40 Ja, 25 Nein, 0 Enthaltung so angenommen worden. Dann bitte ich mal alle, das Votum aufzurufen im Sinne von, das müsste ja dann in Mandatus vorliegen. Und wer dem zustimmen kann, ja, für den Ausschussbericht. Ja. Also Votum Beirat Menschen mit Behinderung, wer hier zustimmen kann, dann bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 52 Ja, 4 Nein, 11 Enthaltungen dann so mehrheitlich beschlossen. Vielen Dank. Und wir kommen zu Top 27, Zweckentfremdung von Wohnraum in Dresden verbieten.